liebe Hörerinnen und Hörer unserer heutigen Telefonandacht. Jesus sagt einmal, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Dazu eine kleine Begebenheit, die sich vor einiger Zeit zugetragen hat. Wir waren eingeladen bei Freunden. Sie haben eine 2-jährige Tochter. Wir saßen beim Essen zusammen und die 2-jährige Tochter erklärte, sie wolle das Tischgebet sprechen. Sie schnappte sich den hölzernen Gebetswürfel, der bei der Familie in Gebrauch war. Hier war das Gebet abgedruckt, das sie schon so oft gehört und immer auch mitgemurmelt hatte. Und dann folgte auch bei ihr, dem Kind, das große Nuscheln. Das Gebet war fast zu Ende, kurze Pause. Jetzt müsste eigentlich noch das Amen kommen. Und den Eltern lag es schon auf dem Mund, dieses Gebet noch mit dem Amen abzuschließen. Aber ihre Tochter war schneller. Sie beendete das Gebet mit einem verschmitzten Gesicht und einem langgezogenen Tschüss. Tschüss statt Amen. Wir mussten alle lachen. Auf was für Ideen Kinder kommen. Sie brechen einfach Regeln, erfinden Realität neu, machen irgendwie, was sie wollen, bringen unsere Erwachsenenwelt durcheinander, sie hinterfragen uns, zeigen uns andere wertvolle Blickwinkel. Die Frage ist nur, lassen wir uns auch darauf ein? Oder bleiben wir die Großen und sie die Kleinen? Wir hatten uns ertappt, als Erwachsene das Kind kurz korrigieren zu wollen. Natürlich wollen wir als Christen unsere Kinder auch dazu anleiten, ein Gebet mit Amen zu beenden. Wir kennen ja klassische Formen, typische Verhaltensweisen, von denen wir denken, dass sie zu unserem Glauben dazugehören. Von denen wir denken, so müsste man einen Christen und das Christsein erkennen. Aber ich frage mich, ob das wirklich immer so wichtig ist, ob wir uns im Gegenteil von den Kindern wieder neu auch beibringen lassen sollten, an der Stelle einfach einmal ganz ehrlich und spontan und unmittelbar zu werden. Für Jesus jedenfalls steht fest, dass die Kinder Wegweiser dafür sind, auf das, was es ankommt. Jesus geht es nicht um Leistung, nicht um Konventionen, nicht um Verhaltensnormen, nicht um das Erfolgsstreben, im Gegenteil. Er konfrontiert uns mit den geborenen Wesenszügen von Kindern, mit all dem, was oft im Erwachsenwerden verkümmert oder verloren geht. Er zeigt uns auf, dass im Kindsein die Schätze verborgen sind, die uns den Himmel auf Erden eröffnen. Tschüss statt Amen, eigentlich keine schlechte Idee. Denn wir müssen und dürfen uns wieder neu vor Augen halten, was Tschüss eigentlich heißt. Tschüss, von dort kommt es, vom Französischen. Die Hugenotten haben es im 17. Jahrhundert nach Brandenburg mitgebracht, in ihrem Sprachgebrauch. Tschüss kommt vom Französischen Adieu und heißt auf Deutsch mit oder bei Gott. Adieu und Tschüss, beides kennen wir in unserem Sprachgebrauch, sagt also das Gleiche, mit Gott, Gott befohlen. Und in diesem Sinne hat die Tochter in der befreundeten Familie das ganz wunderbar gemacht. Und deshalb in jedem Fall immer auch gerne ein Tschüss statt einem Amen. In diesem Sinn Ihnen heute auch ein herzliches Tschüss, mit Gott befohlen. In diesem Sinn Ihnen einen guten Tag, Ihr Pfarrer Hartmut Dinkel.